So, damit herzlich willkommen. Also zurück hier zu Vuelta a España. Achte Etappe, 164 Kilometer sind es knapp. Heute also ein Scharfrichter gegen Ende, der Puerto de Montserrat. Ich bin der Meinung, den sind wir schon mal gefahren, ich weiß es gar nicht. Von Fals nach Igualada geht's heute auf jeden Fall. Und die Favoriten sind Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Zdeněk Stýba, Davide Formolo, Ion Izagirre, Primož Roglič, Omar Fraile, Philippe Gilbert, Dylan Teuns und John Degenkolb. Tatsächlich auch hier als Favorit aufgezählt. Ist ja guter Mügel. Geht so. Aber vielleicht schafft das ja mit drüber. Über diesen letzten Anstieg. Ja, Finale ist ja relativ flach. Also wenn man diesen Anstieg halt geschafft hat, ne? Und ja, wir sind gespannt. Also bis gleich. So, da sind wir also live auf der Rennstrecke, live und in Farbe hier, ne? Das ist das Profil für heute. Wir schauen uns das mal kurz an. Also es geht eigentlich die ganze Zeit am Anfang der Etappe bergauf, bergauf, bergauf. Dann wird es, naja, richtig flach wird es eigentlich gar nicht. Es sind ständig Steigungen und dann eben gegen Ende dieser Anstieg der zweiten Kategorie. Und ihr seht's, von da aus ist es überhaupt nicht mehr weit bis ins Ziel. Also ich würde jetzt nicht die Prognose wagen, dass der Gewinner der Bergwertung hier an diesem Anstieg auch gleichzeitig der Etappensieger sein wird. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass wer bei dem Anstieg der zweiten Kategorie vorn dabei ist, dass dieser auch gute Chancen hat, bei dem Etappenfinale dann am Ende der Etappe vorn dabei zu sein. So, vorne haben wir fünf Fahrer, die sich versuchen, direkt mal vom Feld abzusetzen. Mit dabei Benjamin Thomas, Francisco Ventoso, der ganz frisch im Bergtrikot ist. Dann haben wir Smith, Gebraik, Sabier und Pedersen. Dahinter kommen noch Delage, Bacht und King. Und auch Ion Abarasturi versucht sich vom Feld abzusetzen. Mehr Attacken scheint es erstmal nicht zu geben. Und ich würde sagen, wir können hier auch direkt mal auf mal 4 schalten. Denn es wird hier wahrscheinlich erstmal nicht allzu viel passieren. Ihr seht es ja, es dauert noch 100 Kilometer, bis überhaupt mal die erste Wertung kommt. Das ist dann eine Sprintwertung. Ab da wird es allerdings dann auch direkt interessant. So, wir gucken mal, wie es in Sachen Gesamtwertung aussieht. Also, wir haben natürlich einen großen Ausreißer nach vorne sozusagen. Von dem abgesehen ist der Bestplatzierte tatsächlich Ion Abarasturi von Caja Rural. Der ist 106. mit 26 Minuten 47 Rückstand. Aber natürlich Bestplatzierter aus dieser Gruppe Francisco Ventoso. Der ist nämlich aktuell immer noch 9. mit 2 Minuten 23. Ich verstehe, dass er in die Ausreißergruppe geht. Geht wahrscheinlich um die Bergwertung, die er sich hier auch weiterhin sichern möchte. In Sachen Gesamtwertung ist es natürlich eher nicht ganz so förderlich, jetzt wieder in eine Gruppe reinzugehen. Denn ich denke, heute ist ein Tag. Ah, vielleicht macht er auch alles richtig. Wir werden es sehen. Aber heute ist schon eher ein Tag, bei dem auch ein Francisco Ventoso noch mit dem Besten ins Ziel fahren kann. Eventuell. Eventuell. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, was er hier macht. Ihr seht es an den Werten, er ist alles andere als ein Rundfahrer. Trotzdem hält er sich jetzt hier auch nach 7 Etappen in den Top 10 der Gesamtwertung. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und das, obwohl es schon Bergetappen gab, die halt immer ganz gut, ich sag mal, umgehen konnte. Also diese typischen Kämpfe in der Gesamtwertung konnte er ganz gut umgehen, dadurch, dass er halt immer in Ausreißergruppen gegangen ist. Das ist der Vorteil von ihm, von Francisco Ventoso. King und Thomas sind heute mal wieder die, die keine Arbeit machen in der Spitzengruppe, weil ihre Mannschaften noch einen zweiten Fahrer dabei haben. Das ist zum einen Gebraik Sabé und zum anderen Michael Delage. Aber wir haben ja schon in den vergangenen Etappen gelernt, nur weil jemand sich der Führungsarbeit verweigert, heißt das noch lange nicht, dass er dadurch die nötigen Kräfte spart, um dann auch die Etappe zu gewinnen. So, jetzt machen wir hier nochmal ein paar typische Posteraufnahmen sozusagen für das eventuelle Thumbnail. Luis Leon Sanchez führt hinten im Feld für die Mannschaft Astana. Und das hier ist also die Ausreißergruppe von vorne mit Pedersen an der Spitze. Das ist noch ein ganz schönes Stück bis ins Ziel. Neun Fahrer sind es also an der Spitze.
Und ich bin gespannt, ob diese Gruppe hier eine Chance haben wird, die Etappe wirklich zu gewinnen. Hinten sind einige Teams, die versuchen, die ganze Szenerie hier so ein bisschen zu kontrollieren. Also wenn die alle auf Ernst machen, dann wird es schwierig werden für die Ausreißer. Aktuell, wenn das Rennen jetzt vorbei wäre, wäre Francesco Ventoso sogar im roten Trikot. Also aktuell wäre er führender. Liegt natürlich daran, dass die Gruppe fast 3 Minuten Vorsprung hat. Aber das wird natürlich nicht so bleiben. Denn auch im Feld weiß man um die Gefährlichkeit von Ventoso. Er ist natürlich nicht der beste Rundfahrer, das hatten wir ja schon. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich blöd laufen, wenn man dem jetzt hier irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Minuten Vorsprung gibt. Dann wird es vielleicht schwieriger, ihn einzuholen. Aber unwahrscheinlich ist es auf jeden Fall, dass er hier gewinnt oder so. Das muss man ganz klar sagen. So, es gab einen Sturz im Hauptfeld. Hier, die können alle ganz normal weiterfahren. Dann haben wir Hofstede, der wartet. Poljanski hat aufgegeben für Bora. Und wer ist hier mit dabei? George Bennett ist mit dabei. Troja. Atapuma. Rosetto. Enao. Kruijswijk. Oha. Steven Kruijswijk ist mit dabei. Formolo. Gaviria. Pogacar. Jesus Herrada. Auch Marc Soler. Ja, und Steven Kruijswijk, das ist natürlich eine große Nummer. Gesamtführender ist er ja in. Ja, hier, ne, im roten Trikot unterwegs. Dementsprechend werden sie sich jetzt anstrengen, den wieder vorne hineinzubekommen. Sollte aber auch klappen. Es ist ja noch einiges an Kilometern hier zu bewältigen, bis sie wieder im Ziel sind. Also Steven Kruijswijk, der Niederländer, sollte wieder reinkommen. Sieht gut aus. Und damit alles wieder zusammen. Victor de la Parra haben wir hier gerade gesehen. Aktuell 36. in der Gesamtwertung, 7 Minuten 53 sein Rückstand. Also, das ist eine okay Platzierung für ihn. Jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Hier ist Kruijswijk. Der wird jetzt versuchen, wieder vorne zu kommen, um auch heute das rote Trikot verteidigen zu können. Ganz vorne immer noch die Ausreißer, also alles glimpflich abgelaufen, außer halt für Poljanski aus der Bora-Mannschaft. Der musste das Rennen leider aufgeben, sturzbedingt. So, jetzt fällt wieder ein Fahrer zurück, vielleicht wegen Defekt oder weil nicht bekannt, ich weiß nicht. Barcello ist das von Euskadi Murias. Jetzt sind wir hier am letzten kleinen Anstieg, dann geht es bergab und zur Sprintwertung und kurz darauf dann eben auch der Anstieg, zweite Kategorie. Es sollte für Ventoso heute auf jeden Fall möglich sein, das Bergtrikot zu verteidigen. Gibt ja, wie gesagt, nur diese 5 Punkte. Der einzige dementsprechend, der es ihm überhaupt abnehmen könnte, wäre Bataglin. Der ist hier vorne nicht mit dabei. Und John Degenkolb fällt zurück. Vermutlich. Oh, da gab es auch einen Sturz. Schon wieder ein Sturz. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Hoffentlich diesmal niemand Wichtiges. Naja. Luca Meskec ist mit dabei und eben auch John Degenkolb. Und der fährt jetzt auch nicht weiter. Das sieht nach Aufgabe aus. Und Barcello ist immer noch hinten dran. Ja, John Degenkolb, der fährt nicht weiter. Und damit wird der Oberursler das Rennen wohl aufgeben. Das ist bitter. John Degenkolb, heute einer der Favoriten gewesen. Und jetzt sturzbedingt die Aufgabe für Dege. So, gleich gibt es hier erstmal die Sprintwertung. Und da haben wir die Bestätigung. John Degenkolb, Trek Segafredo, gibt also auf. Ein herber Verlust. Auch für die Mannschaft Trek. Die auch, glaube ich, in der Gesamtwertung jetzt nicht so gut bestückt ist, dass sie das verkraften können. Also, ne, dass sie halt. Oh, Ventoso hat tatsächlich gesprintet, Alter. Der ist doch krass. Der ist doch richtig krass. Also, Francesco Ventoso hat da alles gegeben. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ventoso vor Gebrey Xavier und Delage. Auch 10 Sekunden Zeitgutschrift für Ventoso. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, das ist die Gesamtwertung. Also, Gianluca Bambia ist aktuell Erster. 11 Minuten 51, Platz 47. Dege gibt auf. Damit, na gut, sie haben noch Edward Toyns. Der ist auch nicht so schlecht. Auch einer für heute vielleicht. Genauso wie Bambia. Auch der könnte heute zuschlagen. Eventuell. Aber es ist natürlich eine ganz klare Schwächung, denn John Degenkolb
war mit Abstand der beste Sprinter im Team. Und halt auch im Kader. Von Trek Segafredo. Also den zu ersetzen, das ist eigentlich, sind wir mal ehrlich, nicht möglich. Auch wenn Toins nicht schlecht ist, da haben sie zum Glück noch einen zweiten dabei, der das einigermaßen kann. So, letzten 37 Kilometer. Gleich geht's hinauf auf den Anstieg der zweiten Kategorie. Die Gruppe hat noch 1 Minute 22 Vorsprung. Und wir haben hier immer noch Fahrer, die abgehängt sind. Ich weiß nicht, ob das die Gestürzten sind. Sieht so aus, ne? Also, Navarro ist da mit dabei. Scheint wohl nicht ohne weiteres reinzukommen ins Feld. Und Barcello, der kann sich jetzt langsam auch mal Sorgen machen. Hat schon 9 Minuten Rückstand auf den vor ihm Fahrenden. Also insgesamt sind es so circa 16, 17 Minuten aufs Hauptfeld. Das könnte langsam eng werden mit dem Zeitlimit. Und es gibt die erste Attacke. Der zweite Kategorieberg Puerto de Montserrat und Smith greift an aus Südafrika. Gebrek, Sabier und Delage, die haben heute den ganzen Tag gearbeitet für ihre Kapitäne und sind dementsprechend die Ersten, die gleich mal zurückfallen bei dieser Attacke. Jetzt kommen sie wieder rein mit einer Kraftanstrengung. Also wieder alle neun vorne und hinten im Feld, da wird jetzt Gas gegeben. Wie gesagt, das hier ist die wohl entscheidende Attacke. Der entscheidende Angriff, vielmehr. Der entscheidende Anstieg. So, jetzt. Während hier Benjamin King angreift. Der Larsch wieder mit Problemen. Aber jetzt kommt auch das Feld sehr nah ran. Also gut möglich, dass die Ausreißer hier die Punkte gar nicht unter sich ausmachen werden. Benjamin King, der versucht es halt jetzt per Solo-Angriff, sich hier irgendwie durchzusetzen. Während hier hinten jetzt also das Feld nachholt. Kruiswijk ist mit dabei, der Mann in Rot. Und allmählich kann man ja darüber diskutieren. Kann er es schaffen, die Vuelta vielleicht zu gewinnen? Sein Vorsprung ist bislang nicht wirklich groß. Allenfalls ein paar Sekunden. Und Smith greift nochmal an. Aus der Katjuscha-Mannschaft. Toni Martin hinten im Feld versucht das Ganze zusammenzuhalten. Oder wieder zusammenzuführen. Aber es macht halt auch gerade nur Toni Martin das Tempo. Thomas, Aberasturi und auch Ventoso sind eingeholt. Also für Francesco Ventoso hat es sich nicht gelohnt, heute in die Gruppe zu gehen. Pedersen und Barthe oder Bacht sind die letzten aus der Spitzengruppe neben Benjamin King, die noch vorne verbleiben. Jetzt gibt's die nächste Tempoverschärfung. Pedrero erhöht das Tempo. Jetzt Gorka Izagirre. So, vorne Bergwertung gewonnen hat Benjamin King. Damit bleibt Ventoso auf jeden Fall vorne. Ja, und die Tempoverschärfung, die kam tatsächlich ein bisschen spät. Es dürften also die meisten Sprinter geschafft haben, mit über diesen Anstieg zu kommen. Benjamin King, immer noch vorne, 1 Minute Vorsprung hat er. Ja, und er profitiert jetzt natürlich davon, dass es eigentlich nur noch bergab in Richtung Ziel geht. Also mit etwas Glück kann er heute die Etappe für sich verbuchen. 177 Fahrer sind noch vorne dabei. Sam Bennett, einer von ihnen. Das ist natürlich schon mal ein ultraschneller Name hier, der da fällt. Ich glaube, die wenigsten guten Sprinter sind abgehängt worden. Sind wir mal ganz ehrlich. Da sind die wenigsten guten Sprinter abgehängt worden. Gucken wir mal. Ja, gut, Phil Bauhaus, für den hat es gereicht. Den ist man losgeworden. Auch Gaviria hat es nicht geschafft, dran zu bleiben. Okay, Jakobsen ist auch weg. Meskec ist hier hinten noch. Walscheid. Also ein paar Top-Sprinter sind dann doch verschütt gegangen auf dem Weg. Aber ansonsten sind noch viele dabei. Aber das Thema kann sich auch erledigt haben, denn wir haben jetzt noch 16,5 Kilometer. Benjamin King ist immer noch vorne. Wie schon gesagt, es geht eigentlich nur noch mehr oder weniger bergab. Und er hat seinen Vorsprung vergrößern können auf über 2 Minuten jetzt. Sam Bennett, jetzt macht er sogar selbst Tempo. Das ist interessant. Obwohl er Teamkollegen dabei hätte, die das für ihn machen könnten. Borat bestimmt noch mehr. Mühlberger wäre noch drin. Hier ist auch noch mal. Ne, es ist Kacher. Na gut, so viele sind es da tatsächlich nicht. Oha. Na gut, aber trotzdem, dass Bennett hier selbst Tempo macht, überrascht dann doch. Benjamin King, der letzte und einzige Verbliebene aus der Spitzengruppe.
ist also jetzt als Solist unterwegs und er schafft es, den Vorsprung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise baut ihn sogar aus. 10-Kilometer-Marke. Es sieht gut aus für den US-Amerikaner. Drucker, Jampi Drucker macht jetzt Tempo für Bora. Den haben sie ja auch noch. Und Benjamin King. Es sieht sehr, sehr gut aus für ihn. Für den US-Amerikaner. Von der Dimension Data Mannschaft. Es wäre der erste Erfolg bei dieser Vuelta für diese Mannschaft. 5 Kilometer noch bis ins Ziel. Der Vorsprung, der ist groß. Der ist groß genug für Benjamin King. Das sollte den Solo-Sieg geben. Jetzt wird hier das Tempo auch wieder schleifen gelassen. Also man scheint sich wohl damit abzufinden, dass der Tagessieg durch ist. 3 Kilometer gleich nur noch für Benjamin King. Und damit kein Problem. Jetzt gibt es nochmal eine Attacke. Hermann Bernsteiner greift an. Und Stefan Rosetto ist gleich am Hinterrad. Oder ist das hier schon ein Sprintzug? Sieht sogar nach einem Sprintzug aus von Bahrain Merida. Völlig egal, wir schauen erstmal auf den Tagessieger. Und das ist tatsächlich Benjamin King von Dimension Data. Er kann sich feiern lassen, hat diese Etappe per Solo gewonnen. Ja, Glückwunsch an Benjamin King. Und jetzt gibt es hier noch den Sprint um Platz 2. Dylan Teuns ganz vorne mit dabei. Er wird Zweiter, dann Luis Leon Sanchez und Omar Fraile. Also, tja, das sind die Geschlagenen sozusagen. Auch wenn sie hier im Hauptfeld ankommen. Heute keinerlei Auswirkungen auf die Gesamtwertung. Hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet, wenn man mal geguckt hat, wer so als Favorit genannt wurde. Dann hätte man sich hier doch mehr erwarten können. So, haben wir hier noch irgendwen drin? Piepernick. Docker ist hier mit dabei. Saez. Und so langsam aber sicher rollen dann die Fahrer in Richtung Ziel. Barcelo, ich bin sehr gespannt, ob er es im Zeitlimit schafft. Dlamini, das sollte kein Problem werden für den Dimension Data Fahrer aus Südafrika. Der ist jetzt auf dem letzten Kilometer. Das schafft er also auf jeden Fall. Und wir warten jetzt noch auf Barcelo. Der ist an der 10-Kilometer-Marke. Und muss hier. Ja, doch, er schafft es auch, glaube ich. Krass, der hat einen total gechillten Tag hinter sich. Ist da die ganze Zeit mehr oder weniger Training gefahren und kommt jetzt, ja, locker noch im Zeitlimit ins Ziel. Der Fahrer von Euskadi Murias. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ja, damit Glückwunsch an den US-Amerikaner Benjamin King und an die Mannschaft Dimension Data. Erster Etappensieg für die Mannschaft und das per Solo aus einer Gruppe heraus. Er hat sich am letzten Hügel als der Stärkste gezeigt. Vom Feld kam wenig Gegenwehr und somit der Etappensieg für Benjamin King. Zweiter Dylan Teuns, dann Luis Leon Sanchez, Omar Fraile auf 4, fünfter Quintana, Soler 6., siebter Maika, achter Rosetto, neunter Valverde und zehnter Dario Cataldo. Damit in der Gesamtwertung keine Verschiebungen. Steven Kruiswijk bleibt in Rot vor Vogelsang und Roglic. Quintana, Valverde, Fraile, Ludvigsson, Ventoso. Hat der einen Platz gut gemacht oder verloren oder so? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat bei der letzten Etappe schon einen Platz gut gemacht. Er führt auch weiterhin in der Bergwertung vor Bataglin und Pernsteiner. Also auch da gibt es heute keine Veränderungen. Glaube ich zumindest. Also Benjamin King hat ja 5 Punkte geholt, aber die reichen nicht, um hier unter die Top 10 zu kommen. Also damit Francisco Ventoso weiterführende in der Bergwertung. In der Punktewertung gibt es einen neuen Führenden und das ist Omar Fraile aus der Astana-Mannschaft. Der hat jetzt 56 Punkte. Dann folgen Sam Bennett mit 55, Quintana mit 54 und Valverde mit 53. Also enger geht's ja nicht. Das kann auch ein interessanter Kampf werden, wobei halt, wie gesagt, Sam Bennett wird es schwer haben. Auch in der Nachwuchswertung gibt es zeittechnisch keinerlei Verschiebungen. Miguel Ángel López verteidigt sein weißes Trikot. Ja, und in der Teamwertung führt ebenfalls weiterhin Astana vor Jumbo und Movistar. Viel mehr gibt es da auch gar nicht so zu sagen. Wir schauen nochmal
Also Poljanski von Bora musste heute aufgeben und John Degenkolb von Trek Segafredo. Wir gucken mal insgesamt, wer schon alles aufgeben musste. Also wir haben keinen verpasst. Patrick Bevan haben wir mitbekommen, schon ein paar Etappen her, dass er aufgeben musste. Ja, und damit also ein Etappensieg für Benjamin King. Und was jetzt natürlich nicht fehlen darf, ihr wisst es ganz genau, ist die Kombinationswertung. Mal schauen, ob sich da heute irgendwas getan hat. Bis gleich. Ja, und damit also nochmal willkommen von meiner Seite zur Kombinationswertung nach 8 Etappen bei dieser Vuelta. Es führt nach wie vor Nairo Quintana, wie auch schon bei der letzten Episode. Allerdings hat sich seine Punktzahl verbessert. Er hat jetzt nicht mehr 14, sondern 13 Punkte, was daran liegt, dass er in der Sprintwertung oder in der Punktewertung einen Platz nach oben geklettert ist. Zweiter ist Steven Kruiswijk mit 22 Zählern. Dann kommt Omar Freile auf Platz 3 mit 23 Zählern. Francesco Mentoso macht einen Platz gut, hat jetzt 26 Punkte, ist Vierter. Und Alejandro Valverde ist jetzt Fünfter mit 30 Punkten. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Nächste Etappe, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, wird eine sehr, sehr harte Bergetappe. Von daher kann es, denke ich mal, wieder interessant werden im Kampf um Rot. Also bis zur nächsten Folge.